1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Das ist unsere Ausgabe für Montag. Ich habe ein wunderbares Wochenende gehabt. Am Freitag noch gearbeitet bis 10 Uhr beim Sportradio Deutschland und dann gefaulenzt. Ich habe so ein bisschen an einem Kinderbuch gearbeitet, aber das war auch alles. Kein Einsatz für Sky, keine Moderation irgendwo. Freitagnachmittag bin ich dann mal so ganz privat zum Galopprennen nach Krefeld gefahren. War toll. Und heute am Sonntag habe ich viel Tour de France geguckt und ich bin kein Radsportexperte, habe immer die allergrößte Bewunderung für die Fahrer der Tour de France. Ich hoffe, dass sie irgendwie endgültig mal mit diesem Doping-Scheiß da aufhören. Es gab keinen Dopingfall bei der Tour de France. Ich hoffe, das bleibt so. Die sind ein bisschen langsamer als sonst unterwegs. Das ist ein Indiz dafür, sagen die Fachleute, dass es kein Doping gab. Oder aber das Doping ist so sensationell gut versteckt, dass es keiner mehr findet. Aber das kann und will ich mir nicht vorstellen und möchte ich auch nicht unterstellen. Das war heute toll, nochmal so einen Zusammenschnitt gesehen zu haben. Kopenhagen, die französischen Schlösser, die Flüsse, die Berge. So schön ist die Welt. Fantastisch. Und dann kommen 3 Minuten später die Nachrichten und da heißt es Raketenangriff auf Odessa. Übrigens auch eine schöne Stadt. Ich weiß nicht, in welcher Welt wir leben. Ich wünsche mir einfach, dass dieser Schwachsinn mal aufhört, dass Menschen aufeinander schießen, Raketen abfeuern in der Hoffnung, dass sie auf der anderen Seite irgendwas kaputt machen, dass irgendeiner nachgibt, dass irgendeiner erkennt, dass er was falsch macht. Alle, die Raketen, Panzer und sowas einsetzen, machen im Grunde genommen grundsätzlich was falsch. Im Grunde genommen. Ja, dann gab es Real Madrid gegen Barcelona 0-1 mit Lewandowski. Der hat kein Tor geschossen, aber immerhin. Man City gegen Bayern München, irgendwo in Amerika. Da hat es geregnet, gedonnert, geblitzt. Das Spiel war mehrfach unterbrochen. Man City gewinnt 1-0. Torschütze Haaland. Ich habe mir das angeguckt heute über weite Strecken, obwohl ich sonst so Testspiele nicht so gerne sehe. Und ich muss sagen, die Bayern haben nicht so viele Chancen gehabt. Also das, was alle gesagt haben, das wird nicht so einfach werden, Lewandowski zu ersetzen. Vielleicht kriegen wir doch mal eine spannende Bundesliga-Saison. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie die Bayern denn dann in die Bundesliga starten. Pokal wollen wir jetzt nächste Woche nicht bewerten. Da spielen sie gegen Viktoria Köln. Das kann normalerweise jedenfalls kein ernsthafter Gegner für die Bayern sein. Zweite Liga. Beim Hamburger SV haben sie heute Abschied genommen. Oder sagen wir so, man hat Uwe Seeler gedacht. Das war sehr schön gemacht, sehr stimmungsvoll. Alle hielten kleine Plakate hoch, uns Uwe. Und die Mannschaft hatte sich so viel vorgenommen gegen Rostock. Der Aufstiegsfavorit verlor mit 0-1. Und es war ein schlechtes Spiel, also vom HSV. Rostock hat sich natürlich unfassbar über diesen Sieg gefreut. Und ich habe gesehen, es waren viele tausend Rostocker Fans in Hamburg im Stadion dabei. Es sind auch nur 2 Stunden 15 vielleicht, die man da fahren muss. Aber beeindruckend. Und der HSV wird schon wieder Diskussionen haben. Wenn das nichts wird mit dem Aufstieg in dieser Spielzeit, dann müssen sie Felix Magath verpflichten. Bielefeld verliert gegen Regensburg 0-3, der Bundesliga-Absteiger. Und Regensburg ist dann mal ganz oben in der Tabelle. Aber das waren sie in der letzten Saison auch, die Männer vom Jahn, um dann am Ende durchgereicht zu werden. Aber trotzdem Respekt vor Regensburg, gewinnen also 3-0 auf der Alm. Und der erste Trainerwechsel, der steht auch schon fast in den Startlöchern. Das wird den KSC betreffen. Der hat gegen Magdeburg 2-3 zu Hause verloren. Lag sehr schnell 3-0 zurück. Und die Fans forderten im Wildparkstadion dann auch schon Eicher raus. Was ich nicht verstehe. War ein bisschen unglücklich, die Niederlage. Es war nicht toll gespielt. Keine Frage, wenn du schnell 0-3 zurück liegst. Aber unglücklich war es auch. Dann sofort alles auf den armen Trainer zu schieben, ich weiß es nicht. Aber das sind die Mechanismen des Fußballs. Was für ein Satz zum Start in die Woche.
Freunde, wir machen weiter, solange es geht. Ich bereite mich auf zwei packende Pokalbegegnungen vor, am Sonntag und Montag. Werde euch noch ein bisschen im Unklaren lassen, welche Partien das sind, um es dann irgendwann knallhart rauszuholen. Die Wahrheit und die Begegnung. In diesem Sinne wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Mein Gott, Herz, Seele, Ball. Ausgabe 1000, keine Ahnung, weit über 1000. Stopp. Das habe ich noch vergessen. Samstagabend gab es eine RTL-Sendung. Nostalgie. Was steckte hinter den größten Momenten im RTL-Programm? Ehrlich gesagt, ich habe da 20 Minuten irgendwo auf einem Sessel gesessen und habe was erzählt über den Domino Day, der vor 15 Jahren oder so zum letzten Mal stattfand. War immer ein großer Erfolg. Aber warum man jetzt so lange noch mal darüber reden muss, das war mir ein großes Rätsel. Ich weiß nicht, RTL wirkt nicht sehr innovativ. Und die Quote war schlecht, aber das lag dann nicht nur an mir. Ich habe einen kleinen Ausschnitt, den wollte ich noch hinten dranhängen, Martin, damit ihr seht, was ich da machen musste. Wenigstens war ich gut geschminkt. So, jetzt aber tschüss. Gleichen Tag entschieden. Wir haben da auch natürlich noch ein paar Persönlichkeitstests gemacht. Englischtest, ganz wichtig, wenn man aus ganz Europa zusammenkommt. Da wurde nur Englisch gesprochen. Und am Ende des Tages kam Robin von Weiß dann zu uns und hat die Glücklichen, die ausgewählt wurden, dann entsprechend zu sich geholt. Der Eröffnungsstein wurde ja immer von einem Star sozusagen angekippt. Und das war in eurem Fall Katie Melua, die Frau mit den vielen Millionen Fahrrädern in Peking. Hattet ihr eigentlich Kontakt zu den Stars? Das war natürlich schon ein bisschen voneinander getrennt. Und wir haben sie dann tatsächlich auch erst kennengelernt, beziehungsweise kennengelernt kann man ja nicht wirklich sagen, aber zumindest haben wir sie gesehen, als sie dann in der Halle war, um dann mit Robin zusammen den ersten Stein anzustoßen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen wir dann mehr Datenvolumen? Ja, genau. Und je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Zum Beispiel zu viert im Durchschnitt nur 19,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom.